Nachdem der Pianist und Kabarettist Christoph Reuter aus Berlin während der 6. Piano Night im vergangenen Jahr die zahlreichen Besucher zum Zuhören und Genießen, oft aber auch zum Lachen brachte, wirft nun die 7. Veranstaltung dieser Art ihre Schatten voraus. So werden sich die Freilichtterrassen unterhalb der Dorfkirche Wettelrode am Abend des 20. August 2022 wieder in einen großen Konzertsaal unter freiem Himmel verwandeln. Also, wir laden wieder ein zu unserer 7. Piano Night in Wettelrode. Hoffentlich, wie immer, bei schönem Wetter, zu einem wunderbaren Konzert mit dem südkoreanischen Pianisten Yongsan No, der 1986 in Seoul geboren wurde und sich freut, in Wettelrode spielen zu dürfen. Es wird so ablaufen wie immer. Wir begrüßen Sie ab 18 Uhr mit einem kleinen Imbiss, mit Getränken und vor allen Dingen mit einem Glas Sekt von den Veranstaltern persönlich überreicht. Wir bieten Ihnen weiterhin Werbemittel, die Sie gegen eine kleine Spende erwerben können. Vom Kuli angefangen bis über Basecaps und Decken und Sitzkissen, die Sie dann auf unseren schönen Strohballen, die als Sitzgelegenheit nutzen können. Tja, wir freuen uns insgesamt drauf und rufen in diesem Jahr dazu auf, sammeln Sie Ihre Eintrittskarten. Wer nämlich von der Piano Night 1 bis zur Piano Night 9 alle Karten zusammen hat, der bekommt dann von uns für das Jubiläumskonzert in 2025, also die 10. Auflage, eine Karte geschenkt. Aber dann müssen Sie uns zeigen, wir haben von 1 bis 9 alle Karten. Und dieses Jahr können Sie ja anfangen damit, die 7, die 8 und die 9 zu kaufen, weil die nächsten Karten für das nächste Jahr gibt es zu der Veranstaltung auch schon traditionsgemäß. Die nächste Veranstaltung wird sein im nächsten Jahr am 26.08. mit dem russischen Pianisten Wladimir Mogilewski. Auch darauf freuen wir uns schon, aber zunächst erstmal auf die Veranstaltung in diesem Jahr. Und ja, kommen Sie bitte alle, kommen Sie viel. Noch gibt es Karten zu erwerben in den bekannten Vorverkaufsstellen. Auf den Plakaten finden Sie auch Telefonnummern, wo Sie Auskunft bekommen, beziehungsweise auch die ein oder andere Karte noch. Aber es ist schnelles Handeln trotz allem erforderlich. Tja, bis bald. Herr Jesche, im Hintergrund ist ziemlich Verkehrslärm zum Thema Verkehr. Vielleicht noch ein Wort, da ist ja gesperrt in Mittelrode. Was sollen die Leute machen? Ja, die Leute sollen am besten die Woche vorher mal die Presse verfolgen, weil es wird dann ausgewiesen werden, wie die Umleitungsstrecke an diesem Tag dann auch sein wird. Das ist momentan noch nicht so genau absehbar. Fakt ist aber eins, es wird kein Problem sein, uns zu erreichen.